Ein Problem, was alle Tierbesitzer kennen, diese unfassbaren vielen Haare, die sich überall sammeln und nur schwer zu entfernen sind. Ich zeige euch in diesem Video ganz kurz, welche Produkte ich verwende, um hier meinen Haushalt einigermaßen tier- und fusselfrei zu kriegen. Ich habe hier einmal den Teppich aus meinem Badezimmer und eine schwarze Hose. Hier sollte man ganz schön eigentlich erkennen, dass da unfassbar viele Fusseln und Haare dran sind. Sieht einfach mega ungepflegt aus und so würde ich damit nicht rausgehen. Da liegt schon das erste Produkt, was ich euch absolut ans Herz legen kann, diese Bürste mit dem blauen Einsatz. Damit entferne ich sämtliche Haare auf Sofa, Bettdecke, Badeteppich. Das klappt einfach wirklich hervorragend. Natürlich ersetzt es das nicht, dass der Hund oder die Katze regelmäßig gebürstet werden müssen. Das sollte auf jeden Fall passieren. Und ich zeige euch jetzt mal, wie viele Haare in dem kleinen Stück. So, wie ihr sehen könnt, ist aktuell die Bürste sauber. Das heißt, hier sammeln sich die Fusseln und die Haare. Und mit diesem Roller gehe ich jetzt einfach einmal schön, ohne viel Druck, über den Teppich. Ich mache das zwei, dreimal in der Woche und mit dem Gerät gehe ich jeden Tag früh über mein Bett, das heißt über die Bettdecke, den Bezug und das Kopfkissen, weil mein Hund im Bett schlafen darf. Und hier seht ihr jetzt Wahnsinn, wie viele Sachen da rausgekommen sind. Das sind Haare, das würde mein Staubsauger gar nicht schaffen. Deswegen nehme ich diese Bürste. Klappt unfassbar gut. Verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Könnt ihr bei Amazon bestellen. Kostet nicht viel. Ich glaube, 17 Euro hat die gekostet. Ich mache jetzt hier mal den Teppich zu Ende. Denke, es spricht wirklich für sich das Ergebnis, wie viele Sachen, wie viele Haare da rauskommen. So, und jetzt habe ich hier eine schwarze Jeans von mir. Und hier sieht man wahnsinnig, wie viele Haare das sind, wie viele Fusseln. Ich würde so nie aus dem Haus gehen mit der Hose. Da habe ich jetzt mehrere Produkte, um das zu entfernen, die Fusseln und Haare zu entfernen. Ich beginne mit dieser Fusselbürste. Ich nehme da jetzt nicht die grobe, die ich vorher hatte. Und damit streife ich jetzt auch ganz locker einmal über den Stoff. Und hier sieht man, dass zumindest die großen Haare und Fusseln wirklich sofort entfernt werden. Ich nutze auch gleich noch die Haarentferner. Das ist mit dem ein bisschen mühsam. Die Haare werden jetzt einfach entsorgt oder abgezogen, wenn man sie wieder in die Höhle steckt. Damit gehe ich jetzt einfach ganz normal drüber. Und dann muss ich für die kleineren Sachen noch die Klebetatzen nehmen. Ah, genau, ich mache jetzt zuerst einmal unten noch die Hosenbeine. So, jetzt habe ich die Klebetatzen für euch rausgeholt und einen Kleberoller. Den Roller finde ich nicht so gut. Ich verlinke ihn euch trotzdem in die Infobox. Diese diese Klebe, Fusselentferner oder Tierhaarentferner müsst ihr nach dem Gebrauch, wenn die nicht mehr kleben, einfach mit lauwarmem Wasser und Spülmittel abspülen, trocknen lassen, dann kleben die wieder. Die Tatzen kann man auch in die Waschmaschine tun. Damit war ich jetzt nicht ganz so zufrieden, aber so für Kleidung und Fusseln zu entfernen, sind die echt ganz toll. So, jetzt habe ich die Hose einmal umgedreht, gehe jetzt hier nochmal mit dem Kleberoller drüber und wie ihr seht, der entfernt jetzt schon kaum mehr Haare. Also das ist einfach ein Aufwand, der rentiert sich für mich nicht. Anders sind hier die Tatzen. Genau, da gehe ich jetzt einfach ganz normal drüber und wie ihr seht, werden da dann die Fusseln und Haare auch sofort entfernt. Die kleben dann richtig schön hier dran. Ich werde euch das gleich in der Nahaufnahme einmal zeigen. Ich möchte jetzt nur das Stück von der Hose noch zu Ende machen. So sieht das Ganze jetzt im Nahen aus. Ich denke, ihr könnt hier schön sehen, wie viele Haare da sich festsetzen. Ich kann diese Tatzen wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich habe die auch dann immer dabei, wenn wir unterwegs sind. Lassen sich super einfach verstauen, einfach in der Plastikfolie oder Hülle. Die verlinke ich euch auch und damit könnt ihr wirklich alles grob reinigen, was Fusseln und Tierhaare hat. Und jetzt nochmal die Produkte, die ich euch gezeigt habe. Ich denke, es ist nicht notwendig, dass ich euch noch mehr Fusselbeispiele zeige. Ihr kennt das Problem ja alle. Diese Bürste nutze ich für mein Bett, für Teppiche, für Handtücher. Da klappt das hervorragend. Die rote Bürste nehme ich für Jeans und gröbere Kleidung. Die Rolle kann ich euch nicht empfehlen. Die blaue würde ich nicht nochmal kaufen.
Die Klebetatzen nehme ich für alles, was mit Kleidung und Textilien zu tun hat. Ist ein bisschen nervig, dass die immer wieder abgespült werden müssen. Aber ansonsten bin ich mit denen, was so Klebezeug angeht, wirklich zufrieden. Und man muss nicht immer diese ganzen Kleberollen aufbrauchen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und wünsche euch einen schönen Tag.